heißt, die Dinger hier können wir jetzt auch rauskloppen, oder? Ja. Ich taste mich jetzt langsam an das Design des Raumes ran, jetzt wo wir den Raum erstmal trocken gelegt haben. Jetzt kann ich auch wieder nachts arbeiten und muss mich nicht ständig mit den Dingern da oben abgeben. Natürlich sieht der Raum hier unten jetzt viel geiler aus als das, was hier so, dieses ganze Holzklumpe. Naja, ist ja eh alles nur vorübergehend. Erstmal reiße ich hier den Boden raus, würde ich meinen, oder? Stimmt er mir zu, ne? Erstmal Boden rausreißen, Boden schöner machen. Unser Boden muss schöner werden. Ich frage mich nur, warum das alles so dunkel sein muss. Muss es ja gar nicht. So, hier muss ich aufpassen. Hier fließt gleich Wasser ein, wenn ich den Sand da wegnehme. Fackel weghaue, wird dunkel. Was du nicht sagst, Sherlock. Oh, Sherlock, bald ist ja Ostern, ne? Da kommt dann endlich mal die neue Sherlock-Folge, aber auch nur eine. Bis sie es dann mal schaffen, irgendwie Benedict Cumberbatch und Martin Freeman mal für eine etwas längere Zeit sich zu sichern, damit sie mal endlich weiterdrehen können. Den ganzen Kram, weil langsam nervt es ein bisschen. Ich meine, die letzte Sherlock-Staffel ist dann schon fast 3 Jahre her. 2017 wollen sie zwar endlich Staffel 4 bringen, aber... Komm ey, wann fing das Zeug an? 2010 oder so? Dann 2012 kam Staffel 2, 2014 Staffel 3, ja das kommt hin, 2010. Seit 2010 gibt es diese Serie schon und es gibt gerade mal 13 Folgen. Nee, Quatsch, 10 Folgen gibt es aktuell. Dann gibt es 13 Folgen. Muss jetzt natürlich überlegen. Wo packe ich dies hin? Wo packe ich das hin? Kann ich hier eigentlich überhaupt so einen Zauberraum reinpacken? Ist das möglich oder ist das eher nicht so möglich? Wo ist denn die Mitte? Die Mitte dieses ganzen Kugeldings, das ist genau hier. Stehe ich da? Da steht die Fackel. Okay. So, und drumherum brauche ich 1, 2, 3... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Joa, hier passt das Ding rein. Wobei die hier vielleicht darauf gelegt werden sollten, damit wir hier einmal durchgehen können. Ansonsten. Finde ich gut. Müssen wir noch gucken, wie ich das Ganze in der Höhe ändere. Okay, erstmal hier. Klapp, 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 klapp. Zip. Zip. Wasser, 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 Wasser. Nö, ich sehe nichts mehr und ich ertrinke. Ja, das war jetzt wieder eine Meisterleistung, Luvion. Gratulazione. So gut gemacht. Alles für die Katz hier. Weg mit dem scheiß Glasblock. So. Jetzt fühle ich wieder alles ausgelöscht hier unten. Mein ganzer Plan ist weg. Wieder in die Mitte stellen, so und bam. Vielleicht sollte ich auch einfach mal den Grundstein hinlegen, damit ich das nicht ständig neu herausfinden muss. Ich bin aber mittig, ja? Ich bin mittig. Gut, bevor ich hier wieder Blödsinn baue, wie da drüben. So, und hier geht das jetzt einmal berg. Natürlich die Frage, wie? Direkt so? Und dann hier runter? Kann man das machen? Ja, das sieht okay aus. Komme ich von hier unten einfach so raus? Ja. Das kann man machen.
Ich muss mir noch überlegen, wie ich die Bücher möglichst gut hier drum platzieren kann. Habe ich dafür? Ja, dafür habe ich dann Erde. Okay, dann kloppe ich hier erstmal den Rest des Bodens raus und ersetze dann die Bücherregal mit Erden. Mit Erde. Durch Erde. Ich signalisiere den Büchern, dass sie durch Erde repräsentiert werden. So rum. Wird ein Schuh draus. So, hier sollte eh, ne? Die Wand, die wird aufgefüllt mit Wand. Das hier wird rausgekloppt und durch das Zeug hier ersetzt, bis mir da was Besseres einfällt. Ich könnte theoretisch irgendwie Marmor versuchen zu pflastern oder irgendwie. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Mama, experimentiere ich später, nicht jetzt. Nicht in dem Haus hier. Es ist zwar schön, diese ganzen neuen Gesteinssorten zu haben, aber irgendwie benutzen ist gerade noch nicht so. Weil warum? Weiß ja noch nicht, wie sich das Material dann verhält. Spinne. Von oben nehme ich an. Fühle mich ja hier unten immer noch relativ sicher. Viel zu sicher dafür, dass ich noch keine Tür da hinten drin habe. Aber ich möchte sagen, ich habe Fortschritt gemacht. Ich habe immerhin eine Tür schon mal hier runtergebracht. Tür. Geil. Oh, ich weiß, wie wir das hier illuminieren. Das wird lustig. Das wird echt cool. Komm, mach hier einfach mal so einen Kreis rum. Dann wissen wir, in welchem Abstand die Bücherregale stehen müssen. So, und der Rest kann auch rausgeklöppelt werden. Nebenbei, geh mal dahin, das sieht symmetrisch aus. Auch wenn du da sowieso später wieder rausgehauen wirst, ist mir jetzt gerade Wumpe. So, 15 Bücherregale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Der Rest kommt erstmal wieder hier rein. So, also es wäre eine Möglichkeit. Doch, doch, ich glaube, ich werde die Aufnahme beenden, sobald der Raum hier einigermaßen vorzeigbar ist. Wir kommen hier schon wieder raus. Mach dir da mal keinen Kopf. Hä? Mir fehlt gerade ein Erdhaufen. Da ist ein Erdhaufen, der mir fehlt. Wenn ich jetzt hier reinkomme, ne? So, siehst du da unten die Bücher. Sieht das nach was aus oder eher nicht so? Hm. Es könnte schlimmer sein.
ganz einen Schritt nach vorne ziehe, kann ich hier nicht mehr außen rumlaufen. Das kann ich sowieso nicht. Wieso eigentlich nicht? Spricht doch nichts dagegen. Naja, doch, offenbar schon. Okay, spricht was dagegen, hast gewonnen. Mhm. Wie sieht das aus, wenn ich das hier so offen lassen würde? Gibt dem Raum noch mehr Tiefe, ne? Machen wir das doch einfach. Ich hau doch mal hier wieder die Säulen raus. So, hier ist ein Gefälle, da ist ein Gefälle. Es kommt kein Wasser durch die Decke. Das ist schon mal ein Anfang. Mir mal zwei Erde. Ich nehme mal die Bücherregale hier, ne? Hat viel zu lang gedauert. Viel zu lang. Das war dumm. Solltest du doch gar nicht alles kaputt machen. Okay. Dann setze ich hier wieder die beiden Erddinger vor. Und bin gleich wieder da. Du musst jetzt nicht alles kaputt machen hier unten, während ich weg bin. Müssen wir mal von oben im Lava-Eimer nachfüllen. Spinne im Wasser, Creeper vor der Tür. Nö. Hey Spinne! Hast du Lust zum Spielen? Ich auch nicht. Und runter! Gluck, 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 gluck. Verstanden. So, wie sieht denn das bei Tag aus hier unten? Eigentlich auch ganz cool. Bis auf diese ganzen kleinen Clipping-Fehler, aber es sind halt kleine Clipping-Fehler, meine Güte. Gibt Schlimmeres. Große Clipping-Fehler zum Beispiel. Ich versuche jetzt einfach die Kuppel so weiterzubauen, wie sie schon angefangen wurde. Verstehst du? Das heißt, hier müsste so ein Ding hin. So ein Block. Genauso wie hier, aber ich glaube, die werde ich später wieder rausreißen, die Blöcke. Das hilft mir halt rauszufinden, dass ich da rein müsste. Und, hä? Wo muss ich rein? Und da rein müsste.